Und wenn wir von den persönlichen Bestleistungen ausgehen, ist es natürlich ganz klar Lore Hoffmann mit 2:02:68 die schnellste. Alle anderen deutlich über der 2:10 Marke. Laura Giudice mit 2:12 und Ingrid Eckhardt ebenfalls mit 2:12. Die Athletinnen, die sich hinter Lore Hoffmann einreihen können. Die schnellste jeder Serie, die qualifiziert sich fürs Finale von morgen und die drei schnellsten Zeiten. Und es ist Laura Giudice, die gleich von Beginn weg hier Tempo macht. Lore Hoffmann an den Fersen. Und Giudice, sie will sich hier auf jeden Fall über die Zeit qualifizieren können und sie geht das Rennen wirklich extrem forsch an. Auch Ingrid Eckhardt kann nicht folgen. Es ist Sandra Löhrer, die auf Platz 3 liegt und noch einigermaßen Kontakt hält. Giudice in unverkennbarem Stil vorneweg. 66 Sekunden für die ersten 400 Meter. Und immer noch Giudice vor Hoffmann. Löhrer wird jetzt langsam eingeholt von Ingrid Eckhardt vom LC Fortuna Oberbaselbiet, die langsam an die Läuferin vom STV Oberried Eichwies ranläuft. Aber vorne ist es Giudice und Hoffmann, die auf die letzte Runde gehen. Giudice kämpft, Hoffmann auf Platz 2. Eckhardt jetzt auf Platz 3, aber schon mit einem großen Abstand. Jetzt übernimmt Hoffmann die Spitze mit ihrer Endschnelligkeit. Sollte das kein Problem sein, sie wird sich fürs Finale qualifizieren. Und Giudice muss kämpfen und sie kämpft um jede Sekunde, um jede Hundertstelsekunde, weil sie sich hier fürs Finale empfehlen möchte. Und das sollte eigentlich reichen. 2:12:33 für Lore Hoffmann, knapp dahinter Laura Giudice und Ingrid Eckhardt mit etwa 2:18 im Ziel.